Liebe Leica-Freunde, nach der drögen Darstellung von 2,7 cm Chromhektorapiden heute ein wesentlich spannenderer Beitrag. Und zwar großes Theater in drei Akten. Vorhang auf zum ersten Akt. Die Bühne ist hell ausgeleuchtet. Und eine kurze Vorbemerkung. Wenn Leitz Großes plante, also ein Projekt, von dem man sich viel erhoffte, dann wählte man runde Seriennummern. Als man zum Beispiel das Leica-Brennweitenprogramm nach unten ausweitete, in die 28 mm Brennweite des 28 mm Hektors, startete man mit 230.001. Als man die Ausweitung nach oben vornahm, auf das Telit 200, startete man mit 250.001. Das gilt auch für besondere Kameras, wie zum Beispiel die 3B, auch für die 3C bzw. D und auch für die M3. Hier ist eine Besonderheit zu demonstrieren. Die M3 startete tatsächlich mit 700.001. Die 700.000, also eine noch rundere Nummer, war allerdings eine Präsentationskamera und wurde definitiv nach der 700.000 ausgeliefert. Nach dieser Einleitung dürfte vielleicht etwas überraschen, dass man bei Leitz mit Hektorapid so große Pläne hatte, dass man tatsächlich mit der Seriennummer 220.001 in die groß angelegte Serienproduktion startete. Und ich habe hier die Freude, genau dieses Objektiv, das erste Objektiv der groß angelegten Serienproduktion mit der Seriennummer 220.001 zu präsentieren. Vorhang zu, Ende des ersten Akts, Vorhang auf, zweiter Akt. Die Ausleuchtung ist jetzt etwas düsterer. Wir bewegen uns in einem Grauzonenbereich. Wenn Leitz in der entsprechenden Zeit Projekte lancierte, wo man nicht so genau wusste, ob es nun werden soll oder nicht, wurden relativ oft Seriennummern im Bereich 110.000, 120.000 vergeben. Und genau so ein Objektiv kann ich euch hier vorstellen mit der Seriennummer 128.820. Es würde mich nicht überraschen, wenn in der Nähe dieser Seriennummer noch einige andere Hektorapide auftauchen würden. Auf jeden Fall eine richtige Größe angelegte Produktion von Hektorapid gab es da noch nicht. Ende des zweiten Aktes, Vorhang auf zum dritten Akt. Jetzt ist die Beleuchtung sehr düster. Wir reden jetzt nämlich über Objektive unter 100.000. Wir bewegen uns in einem wirklich gefährlichen Dschungel, in dem man kaum Informationen hatte. Heute vielleicht etwas mehr, aber vor Jahren war das eine absolute Terra Incognita. Und in so einem Bereich ist es gefährlich und es ist gut, wenn man einen Agenten hat, quasi einen Geheimagenten, der einem Informationen verschaffen kann. Und einen solchen Geheimagenten haben wir in der Leica-Welt. Er heißt Lager, James Lager. Und Lager war in geheimer Mission in Wetzlar unterwegs, schaute sich in den Archiven um und konnte der Majestät vermelden, dass es in dem 90.000er Bereich einen winzigen Block von 10 Seriennummern gibt, die angeblich dem Hektorapid zugeordnet sind. Es handelt sich um den Block 92.891 bis 92.900. So, ich habe hier jetzt die ganz große Freude, aus diesem winzigen Block der Uranfänge des Hektorapids euch das vierte Objektiv präsentieren zu können. Es hat zwar keinen Schneckengang,
trägt aber die Seriennummer 92894. So, liebe Leica-Freunde, jetzt wäre ich am Ende, wenn hier nicht noch ein Objektiv stehen würde. Und hier steht tatsächlich noch ein Objektiv, nochmal aus diesem Bereich von James Lager, und zwar das Objektiv mit der Seriennummer 92900. Es handelte sich also um das jüngste der uralten Hector Rapid Objektive. So, liebe Leica-Freunde, ich bin am Ende, beziehungsweise ich wäre am Ende, wenn hier nicht noch ein Objektiv stehen würde. Und dieses Objektiv trägt die Seriennummer 92891. Es ist also das erste von diesem 10er-Block, den James Lager an seine Majestät berichtet hat. Ihr habt hier also drei Objektive aus dem Block, das erste, das vierte und das zehnte. Ich hoffe, ich habe euch mit meiner Ankündigung nicht zu viel versprochen. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit und verabschiede mich zu einem weiteren, dem letzten Beitrag über das Hector Rapid. Bis dahin, alles Gute.